Hallo Freunde, wir kochen oder bereiten zu, je nachdem, wie man es nennt. Wir waren ja einkaufen am Donnerstag, da habe ich ja dieses vegane Hähnchenfleisch, also Chicken Style mitgenommen. Daraus möchte ich so ein bisschen, ach so, siehst du, wenn wir gucken, wir noch eine nasse Anna, eine kleine Dose nasse Anna. Also, ne, machen wir Ananas mit Kokostrink, machen wir da rein. Und Paprika, Knoblauch, bisschen Frühlingszwiebel. Ja, lasst mich mal machen. Ja, Rapsöl rein, weil es muss ja ein bisschen heiß werden. Und Olivenöl kann man nicht so hoch erhitzen. Und Sesamöl wollte ich jetzt nicht darin machen. So. Ja. Das Messer wieder hier drin, ja. Wir nehmen mein tolles Messer. Soll ich es abgießen? Ja, abgießen. Und den Saft aufheben. Und, ja. Und die muss ich ein bisschen kleben machen. Ich weiß ja nicht, weil auf Jason, den müssen wir ja so ein bisschen unterjubeln. So, hier machen wir jetzt das, auch wenn es nicht nur so ein, veganes oder kein richtiges Fleisch ist, heißt es hier, aber es muss trotzdem richtig durchgebraten werden, ne? Also, ich mache das jetzt hier auch nochmal ein bisschen kleiner, weil sind ja so große Stücken. So kleine Schnitten, so. Das kann so rein. Okay. Und braten richtig schön an, ne? Mit meinem tollen Messer. Auch nochmal durch. Genau, so. Spritzt hier nicht so rum, ja? Jetzt den Deckel hoch. Machen wir hier in meinem tollen Gerät. Da kommt die Zwiebel rein. Zwiebel und Knoblauch. Es sieht viel aus, ist aber nicht so viel, weil es ist ganz frischer Knoblauch. Und so, oder ja. Kannst du noch Fenster aufmachen? Ja. Danke. So, danke, Schatzi. Wir machen jetzt die Zwiebel. So, bisschen Knoblauch. Wir machen es auch nicht scharf oder würzig, weil wie gesagt, morgen kommt der Jason, mein Enkel, und das muss dann nicht sein. Wir machen jetzt die Ananas mit rein. Und das dann mit reingeben. Wir nehmen den Saft der Ananas mit rein. Wir geben ein bisschen Salz mit rein. Also ihr könnt jetzt noch Chili und was ihr alle drin machen wollt an Gewürzen, ne? Also da sind keine Grenzen gesetzt. Das könnt ihr machen, wie ihr wollt. Aber wie gesagt, ich kann es heute nicht so scharf machen. Ja.
habe jetzt hier so einen Kokosdrink. Den gebe ich damit rein. Curry. Der ist so fruchtig. Der ist nicht scharf, der ist fruchtig. Ich muss das ein bisschen anlegen, ne? Also. So, bevor ich das aber anlege, lasse ich die Paprika drin garen. Nur garen, nicht kochen. Und die Zwiebeln auch, damit die ihre Farbe behalten. Ne, also nur, ne, die sollen dann nur drin gar ziehen. Deshalb habe ich es auch recht dünn geschnitten. Ja, also. Ne, also. So. Es könnte noch ein bisschen. Noch ein bisschen, einen kleinen Schuss Agaven-Dicksaft. Danke, Petra, dass du mir noch übrig gelassen hast. Ein bisschen Süße können noch rein. Und einfach nur so eine kleine Prise Pfeffer für den Geschmack, nicht um scharf zu sein. Nur für den Geschmack soll nicht scharf sein. Und dann haben wir es auch schon, ne? Also die. Jetzt muss ich gucken, ob ich noch ein bisschen Salz wieder drin machen muss. Nö. Mm-mm. Nö. Das war's dann. Dazu gibt es Reis für uns, wenn der Jason dazu eine Kartoffel möchte. Da war natürlich eine Kartoffel dazu essen, weil er isst auch gerne Kartoffeln. Aber wenn er auch Reis, dann kann er auch Reis. Ja? Aber ich glaube, er mag gerne Kartoffeln. Ja, dann sehen wir uns wieder, wenn ich die Soße dann andicke. Und dann ist sie auch schon fertig, dieses Gericht. So, ihr Lieben. Jetzt rühre ich meine Speisestärke ein. Das ist Speisestärke. Siehst du, guck mal, jetzt fängt das hier an zu kochen. Und jetzt rühre ich das gleich ein. So. Und so hat es jetzt die richtige Konsistenz. So. Jetzt machen wir es aus. Ach, habe ich schon ausgemacht. Was jetzt kostet mal. Jetzt schmeckt gut. Jetzt schmeckt gut. Ja. Na, so können wir es lassen? Ja. Für morgen? Ja. Super, siehst du, so schnell geht so ein Hähnchen-Curry. Ja, à la Ille mit Kokosdrink. Und ja, das habe ich jetzt runtergestellt. Das mache ich jetzt auch runter von der Pfanne. Und das wird morgen gegessen. Und ja, ihr Lieben, das war's. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Wir wünschen euch ein schönes Osterfest. Ja. Und was sagen wir? Immer wieder gerne. Tschüss.